Hey Leute, willkommen zum neuen Video hier auf Honor Yourself Yoga. Heute kümmern wir uns um unsere Seiten. Wir wollen sie stärken und stretchen und uns ein bisschen versuchen auseinanderzuziehen in verschiedenen Varianten und uns dann hoffentlich gut fühlen für den Rest des Tages. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, sei fleißig, bleib fokussiert. Namaste. Schön, dass du da bist. Wir starten im gekreuzten Sitz heute. Komm mit den Fersen unter den Knien, kreuze in der Mitte der Schienbeine. Gesäß schwer machen hinter dir auf der Matte. Hände entspannt ablegen, Arme ablegen auf den Oberschenkeln, auf den Knien. Augen für einen Moment hier schließen. Schultern weich machen. Ein wenig die Länge aufbauen wieder im Rücken. Dir ein paar Momente Zeit geben, hier in deine Stunde auf deine Matte anzukommen. Dich wahrzunehmen und die Achtsamkeit wieder zu dir zu lenken, im Hier und im Jetzt. Atme ein wenig in deine Flanken hinein. Bring ein bisschen den Fokus dort, in die Seiten, die heute viel arbeiten werden, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Sie lang zu ziehen, den Körper auseinander zu ziehen. Spür nochmal den Rippenbogen, sich ein bisschen zusammenziehen und weiten mit jedem Atemzug. Und dann komm zurück, atme aus, öffne die Augen, bewege ein bisschen Hände, Arme und Schultern. Und dann streck die Arme zur Decke, mach dich einmal lang hier. Lass die Schultern unten, bring die Hände ein bisschen vor den Körper und dann dreh leicht den Trizeps nach vorne, die Handflächen zeigen eher nach hinten als zueinander. Vom Gesäß bis zum Hinterkopf hast du eine schöne Linie, eine schöne Länge aufgebaut. Zieh leicht den Bauchnabel nach innen. Knie immer noch schwer, nach unten sinken lassen. Und dann kommen wir in die erste Seitstreckung, machen uns hier länger, atmen ein. In der Ausatmung bring die linke Hand neben dir zum Boden, neben dein Gesäß. In der Einatmung streck den rechten Arm etwas länger noch zur Decke und dann atme aus und zieh dich ein bisschen zur linken Seite. Den Arm hoch und lang und dann kipp ein bisschen rüber, wandere mit der linken Hand etwas weiter. Mach das rechte Gesäß auf der Matte schwer, löse es nicht. Handfläche zeigt nach unten und spür die erste Seitstreckung hier sich aufbauen. Dreh den Kopf gerne leicht nach rechts, schau zum Oberarm. Wer noch weitergehen möchte, kann natürlich gerne auf den linken Unterarm lösen. Atme tief. Schieb dein Herz leicht nach vorne. Sehr gut. Und dann komm wieder zurück. Atme ein, heb wieder beide Arme zur Decke. Atme hier aus.
Nächste Einatmung, mach dich wieder lang. Rechte Hand tief. Einatmen, linken Arm zur Decke ziehen. Und ausatmen, zieh dich zur anderen Seite nach rechts. Rechte Hand neben dem Gesäß, krabbelt etwas weiter. Linke Arm zieht nach oben und zur Seite. Der Kopf dreht vielleicht etwas zur linken Seite. Schau, dass er nicht hängt, auf der rechten Schulter sich ablegt, sondern stabil bleibt. Und dann noch hier, linkes Gesäß schwer lassen in der Matte. Vom Becken bis unter die Achsel die Dehnung spüren. Bauchdecke leicht anspannen. Sehr schön. Nur noch einmal Wechsel, einatmen zur Decke, mach dich lang. Ausatmen, linke Hand tief. Einatmen, rechten Arm heben. Und ausatmen, wieder nach links ziehen, rechte Seite streckt. Zwei, drei Atemzüge hier. Und dann wieder zur Mitte, atme ein. Atme aus, rechte Hand tief. Linken Arm hoch und lang ausatmen, nach rechts, nochmal linke Flanke lang ziehen. Sehr gut, wieder zur Mitte, atme ein und dann flex die Füße, komm in die Vorbeuge, schieb dich lang, Gesäß bleibt schwer, Knie sinken tief, Hände nach vorne, lass den Blick ein bisschen nach vorne, wenn du tiefer kommst, gerne ein bisschen nach unten gehen. Finde ein bisschen Dehnung hier in der Hüfte. Sachte die Schultern ein bisschen weich machen. Streckung und Dehnung genießen. Sehr gut. Und wieder auftauchen. Komm zurück. Wandere zurück, heb die Arme, atme ein. Atme aus, löse die Hände nach hinten. Löse die Beine. Merk dir, welcher Unterschenkel gerade vorne liegt. Komm in eine kleine Gegenhaltung, in eine kleine Rückstreckung hier. Öffnung im Herzen finden. Und dann komm mit dem anderen Unterschenkel nach vorne noch einmal in den gekreuzten Sitz. Auch hier dort kreuzen, wo die Mitte deiner Schienbeine liegt. Eine Art, seine Seite zu strecken, ist aktiv in die Seitstreckung zu gehen. Eine andere ist der Twist. Arme wieder heben. Wieder die Handflächen leicht nach hinten drehen, Trizeps nach vorne, Schultern bleiben tief, Nacken bleibt frei. Und dann zieh den Bauch etwas mehr nach innen, aktiviere etwas mehr den Kern. Und dann drehen wir uns langsam nach rechts. Mit den langen Armen immer noch spreizen, mit den Fingern. Schau, was hier für dich geht, wie weit du kommen kannst zur rechten Seite. Schau auch hier, linkes Gesäß schwer, das Becken bleibt normal, neutral. Mit den inneren Leveln hier zunächst arbeiten. Und dann komm noch ein bisschen weiter, atme ein, mach noch etwas länger. Und in der Ausatmung bring die linke Hand auf. Das rechte Knie, die rechte Hand hinter dir zum Boden und komm in einen sanften Drehsitz. Nutze ein wenig die Hände, jetzt die Arme, um dich ein bisschen weiter zu schieben, aber bring nicht zu viel Gewicht auf die rechte Hand hinter dir. Stell sie nicht zu weit von dir weg. Linke Hand am rechten Knie ein bisschen nutzen zum Halten, zum Schieben. Herz drückt vor. Bauch bis zum Kinn drehen sich. Zur rechten Seite auf. Und dann lösen. Blick nach vorne, dann einatmen, die Arme, den Oberkörper wieder zur Mitte drehen. Streck dich und wechsel. Mitte fest, atme aus, dreh dich nach links. Auch hier über die langen Finger weiter ziehen. Nicht nach hinten fallen mit dem Gewicht. Knie immer noch über den Fersen. Atmung tief durch die Nase. Dreh noch etwas weiter. Atme ein, mach dich länger.
Atmaustwist zur anderen Seite. Rechte Hand auf dem Knie, linke Hand auf dem Boden hinter dir. Und die schöne Seitstreckung auch hier finden durch die Drehung. Ein paar Atemzüge. Sehr gut. Nächste Einatmung, dreh dich zurück. Arme heben, streck dich und auch hier nochmal Füße flexen, Knie schwer machen, in die Vorbeuge ziehen. Nochmal ein bisschen länger aufbauen im Rücken. Dehnung finden in der Hüfte. Nacken entspannen. Blick fällt leicht nach unten, nach vorne. Und wieder auftauchen. Einatmen, löse. Heb dich, streck dich. Entknote wieder die Beine, komm wieder in deine kleine Gegenbewegung. Ein bisschen dein Herz öffnen, ein bisschen die Beine langsam lockern hier. Aufwecken, Füße, Zehen. Und dann kommen wir langsam etwas aktiver auf die Matte. Vierfüßlerstand, Hände vor. Knie zurück. Stabilisieren, wie immer gerne ein bisschen hier dich aufbauen, gerne dann ein paar Katzenbuckel nochmal hin und her schieben, ein bisschen nochmal die Wirbelsäule mobilisieren, einatmen, langen Blick nach vorne, Ausatmung, klein und rund, ein wenig hier nochmal mobilisieren, in deinem Tempo und deinem Atemrhythmus vielleicht. Sehr gut. In der nächsten Ausatmung komm noch mal kurz ins Kind, entlaste noch mal kurz Schultern und Arme für einen Augenblick dich zusammenrollen. Und dann herabschauender Hund. Über den Vierfüßler schieb dich hoch, stell die Füße auf und schieb das Gesäß zur Decke. Finde ein bisschen deine Position in den Fingern, in den Armen, in den Füßen. Finde ein bisschen Länge in den Rückseiten deines Körpers. Streck das Steißbein hoch. Füße wandern ein wenig im Boden auf der Matte. Ein bisschen Länge in den Waden und Oberschenkeln finden. Wieder groß machen die Finger. Zeigefinger, 12 Uhr. Ausgerichtet. Und dann wollen wir auch hier im Hund eine schöne Seitstreckung finden. Lass die Arme stark, stabil, Rücken gestreckt und dann komm mit den Füßen etwas näher zusammen. Schließ die großen Zehen, schieb das Steißbein immer noch zur Decke und dann kippe langsam hier mit den Fersen zur rechten Seite. Lass den linken Arm lang und stark und finde ein bisschen Dehnung jetzt mehr unter der Achsel noch. Sehr schön. Große linke Hand, nicht einsinken in der rechten Schulter. Und dann wechsel zur Mitte. Begradigen, Füße wieder zusammen. Und dann kippen die Fersen nach links. Und die rechte Flanke wird lang. Vor allem unter der Achsel spür die schöne Dehnung. Lass den Nacken frei. Die Atmung fließen. Zur Mitte zurück, wieder herabschauender Hund aufbauen, nochmal lang ziehen und dann wandern wir zum Ende der Matte, kommen in die große Vorbeuge, Kopf zu Fuß sinken wieder schwer, mit dem Kopf nach unten, mit dem Bauch auf die Oberschenkel, mit den Händen auf die Matte, auf den Füßen, ein wenig hier halten, ein bisschen aushängen, vielleicht die Ellbogen kurz greifen. Wieder das Gewicht auf den Füßen gleichmäßig verteilen.
Und dann gehen wir auch hier in eine schöne Dehnung. Lass die Knie leicht gebeugt, nicht überstrecken. Bring die Hände in den Rücken, Finger ineinander und dann kommen wir nochmal in die schöne Schulterdehnung. Ziehen langsam die Arme über den Kopf, nach oben, nach vorne. Sink mit der Nase zwischen die Knie. Bleib mit dem Gewicht etwas auf dem Fußballen. Und dann nehmen wir hier noch was Schönes mit. Lass das rechte Knie etwas beugen, streck das linke Bein mehr und dann schieb dich etwas mehr über die linke Seite mit dem Herzen. Sehr schön. Komm zur Mitte. Greife in der Luft ein bisschen um, einen Finger versetzen, das gleiche nochmal. Arme zur Decke strecken, Schulterdehnung ein bisschen aufbauen, Knie leicht gebeugt halten und dann beug etwas mehr das linke Knie und schieb dich mit dem Herzen etwas mehr über die rechte Seite, vor das rechte Bein. Super. Lösen. Von hier wieder die Arme nach vorne holen, nach unten, zum Schienbein halbe Vorbeuge, zieh dich einmal lang auseinander. Gesäß nach hinten, Scheitelpunkt nach vorne, Bauchnabel heben, Schultern leicht zusammenhalten. Und dann wieder große Vorbeuge tief, Kopf zu Fuß. Noch einmal halbe Vorbeuge ein, streck dich, schau nicht zu weit. Nach vorne, lass den Nacken lang. Und dann wieder große Verbeuge. Noch einmal hineinziehen. Jetzt nochmal schön das Steißbein zur Decke streben lassen. Und dann beugt die Knie. Bring langsam die Hände zur Hüfte. Schieb nochmal die Ellbogen zusammen. Das Herz nach unten drücken. Und dann drück dich in den Berg zur Decke. Atme ein. Schieb dich über die Seite hoch. Und zum Herzen atme aus ins Namaste. Sehr gut, komm nach vorne an den Anfang der Matte. Kommen wir wieder zum Thema der Stunde. Seitstrecken. Arme heben, mach dich lang. Stabilisiere dich wieder, die Hände wieder leicht nach hinten drehen. Mitte festziehen, Gewicht auf den Füßen festhalten und dann bring langsam hier die linke Hand zum Becken, zum Oberschenkel an die Seite. In der Einatmung heb den rechten Arm höher. In der Ausatmung zieh dich, wenn nach oben nichts mehr geht, langsam zur linken Seite. Der linke Arm rutscht am Becken, am Oberschenkel tiefer. Schieb dein rechtes Becken nicht raus, sondern versuch über den rechten Arm die Länge, die Seitstreckung aufzubauen. Auch hier gerne den Kopf zur rechten Seite drehen, bisschen mehr neigen, bisschen mehr schieben, Bauch festhalten, atme ein zur Mitte, linke Arm wieder mit zur Decke, ausatmen, rechte Hand tief zum Oberschenkel, einatmend, linken Arm hoch und dann zieh dich auch hier in die Seite, bis in die Fingerspitzen lang, Bauch fest, atme. Überleg zum linken Arm vielleicht drehen. Dann wieder auftauchen, atme ein. Und ausatmen, große Vorbeuge tief, Kopf zu Fuß. Halbe Vorbeuge, atme ein. Ausatmend, komm in den ersten Stütz, in das erste Brett. Steig nach hinten auf der Matte. Stabilisiere dich hier, schieb die Finger in den Boden, mach den Rücken lang. Schultern über den Handgelenken. Mitte aktivieren. Kopf nicht hängen lassen. Und dann leg die Füße auch hier zusammen und komm auch hier nochmal in eine kleine Übung. Mitte aktiv halten. Und dann lass das Becken ein bisschen hin und her kippen. Nach links ein paar Zentimeter. Nach rechts. Links. Rechts. Für dich hier. Der Oberkörper bleibt stabil. Der Oberkörper bewegt sich kaum. Nur in den Fersen, im Becken leicht hin und her kippen. Spür, wie sich die seitlichen Bauchmuskeln ein bisschen dabei aktivieren.
Schieb den Boden weiter von dir weg. Atme weiter durch die Nase. Super, und dann komm wieder zur Mitte. Komm in die Bauchlage, stabil. Atme nochmal ein, drück dich weg, atme aus. Sinke tief, leg dich ab. Bring die Füße lang auf die Matte. Heb langsam dein Herz in die kleine Kobra. Füße aktiv in der leichten Innenrotation, die Beine. Hände neben dem Brustkorb. Halte hier erstmal die kleine Kobra. Heb dein Herz, nicht dein Kinn. Dann heb einmal die Hände von der Matte. Aktiviere etwas mehr die Rückenmuskeln. Heb nochmal den Bauchnabel. Lass sie nicht in der Matte sinken. Und dann bleibe hier oder komme eine Etage höher, stell die Hände auf, Füße aktivieren, große Kobra oder aufwärts schauender Hund. Heb dein Herz, schieb dich vor, schieb dich lang. Ausatmen, herabschauender Hund, wo auch immer du bist. Gesäß wieder zur Decke. Aufbauen, stark. In Armen und Füßen schieben. Und dann wollen wir ein paar Sonnengrüße machen mit der Seitstreckung am Anfang. Mach dich hier länger, atme ein, wander nach vorne, steige nach vorne, atme aus. Halbe Vorbeuge, atme ein, atme aus, Kopf zu Fuß und in den Berg. Über die Seiten, atme ein, zieh dich lang, atme aus. Zum Herzen, Namaste. Runde 1. Atme ein, Arme lang. Atme aus, linke Hand tief zum Oberschenkel. Einatmen, rechten Arm heben, strecken. Ausatmen, in die Seite neigen. Einatmen zur Decke, beide Arme zur Decke hoch. Ausatmen, rechte Hand tief. Einatmen, linken Arm heben. Ausatmen, zur rechten Seite Seitstreckung. Einatmen zur Decke, ausatmen, große Vorbeuge tief, halbe Vorbeuge, atme ein, ins Brett, steig nach hinten, atme aus, fließe tief deine Vinyasa, kleine oder große Kobra, aufwärts schauender Hund, ausatmend herab, schauender Hund, Gesäß in die Luft zur Decke. Atme ein, mach dich hier länger, schieb. Atme aus, wander vor. Halbe Vorbeuge, atme ein. Große Vorbeuge, atme aus. In den Berg, streck dich lang ein. Namaste aus, zweite Runde. Arme lang ein. Bauch fest, linke Hand tief aus. Rechten Arm zieht zur Decke. Ausatmen, Seitstreckung. Einatmen, links hoch, Arm in die Luft. Ausatmen, rechte Hand zur rechten Seite. Einatmen, links, zieht lang. Ausatmen, Seitstreckung nach rechts. Einatmen, wieder hoch. Über den Berg, Kopf zu Fuß aus. Tiefe Vorbeuge. Halbe Vorbeuge ein. Schritt, steig ins Brett zurück. Tief in Yasse, atme aus. Deine Kobra, deine Rückbeuge in der Einatmung. In der Ausatmung herab. Schauender Hund. Sehr gut. Und kurz bleiben, einen tiefen Atemzug nehmen hier. Mit der Wärme, mit der neuen Energie arbeiten. Eine Runde mehr davon. Einatmen, schieb das Becken hoch, ausatmen, komm vor, wander, steige an den Anfang der Matte. Halbe Vorbeuge ein, große Vorbeuge aus, in den Berg ein, Namaste aus. Dritte Runde, Arme lang ein, wieder linke Hand tief zum Oberschenkel aus, rechten Arm hoch, lang, ausatmen, Seitstreckung nach links. Einatmen, Arme zur Decke. Ausatmen, rechte Hand tief. Einatmen, lang. Ausatmen, nach rechts.
Einatmen zur Decke, Kopf zu Fuß, große Vorbeuge. Halbe Vorbeuge ein. Und wieder steige, spring gern auch mal zurück ins Brett. Sinke durch die Vinyasa, ausatmen tief, Einatmung, Kobra oder Hund. Ausatmung herab, schauender Hund, Gesäß in die Luft. Sehr gut, im Hund nimm dir wieder den Moment, einen kurzen Augenblick wieder nach der Bewegung, nach dem Fluss, wieder Erden auf Händen und Füßen, Herzschlag und Atmung wieder ein bisschen beruhigen, sie wiederfinden. Es wird etwas schwieriger. Schieb dich vor ins Brett. Wenn du bereit bist, komm in den langen Körper. Schultern wieder über die Handgelenke bringen. Und dann mach den Bauch fest. Heb den rechten Fuß und zieh das rechte Knie zur Brust. Mach dich hier fest, mach dich lang, im linken Bein nach hinten drücken. Und dann bring das rechte Knie zum linken Ellbogen. Halte einen Moment. Nicht in den Schultern einsinken. Und dann das rechte Knie nach rechts zum rechten Ellbogen. Langsam ein bisschen hin und her schieben. Links, rechts, linker Ellbogen, rechter Ellbogen in deinem Tempo. Paar Mal hin und her. Lass die Finger stark, lass den Bauch fest. Spür, wie deine seitlichen Bauchmuskeln arbeiten. Sehr schön. Letztes Mal rechts, links. Und dann zieh es nochmal nach oben, saug dich hoch mit dem Knie und mach den großen Schritt zwischen die Hände. Versetz die Füße leicht, komm in den Sprinter. Und dann komm in den Krieger 1. Tauch auf, Arme wieder die Seite heben. Einen Moment dich hier finden. Lass das linke Knie leicht gebeugt, wenn du magst. Versuch es dann langsam etwas zu strecken hinten. 90 Grad Beugung im rechten Knie. Mitte auch hier festziehen. Lange Seiten aufbauen. Auch hier wieder die Handflächen etwas nach hinten drehen. Nach hinten zeigen lassen. Und dann kommen wir wieder in die Seitstrecken. Rechte Hand fällt nach außen, nach unten, neben dein Gesäß. Linker Arm zieht länger, atme ein und dann kippe langsam auf oder zur rechten Seite. Halte die Beine stabil. Ganz leicht nur hier rüber kippen, ohne die Stärke der Beine zu verlieren, ohne den Kopf hängen zu lassen. Mach den rechten Arm schwer an der Seite, wie ein Pendel, das dich rüberzieht. Und dann wieder zur Mitte. Atme ein, beide Arme zur Decke. Atme aus, rechte, linke Hand tief. Steig zurück ins Brett. Atme aus, herabschauender Hund, Gesäß zur Decke. Schön. Luft holen. Andere Seite kommt. Schieb dich vor ins Brett. Stabilisiere dich. Schultern über den Handgelenken. Und dann heb den linken Fuß und zieh das linke Knie nach vorne. Halte den ersten hier. Und dann zum rechten Ellbogen. Und zum linken Ellbogen hin und her. Für dich rechts, links, rechts, links, rechts, links. Nicht einsinken, letzten zwei. Letzte rechts, links. Ziehst zur Mitte nochmal hoch in den Bauch das Knie und dann mach den Schritt sanft nach vorne. Sprinter, Füße versetzen. Und dann werden die Hände leicht. Atme ein, Krieger 1, tauche auf. Komm hoch. Arme fest. Bis in die Fingerspitzen. Spür ein bisschen Dehnung im rechten Oberschenkel sich aufbauen. Knie vorne über dem Sprunggelenk. Und dann gehen wir in die Seitstreckung. Lass den linken Arm zur Seite fallen. Zieh den rechten Arm einatmend höher und neige leicht nach links. Streck dich bis in deine Spitzen der Finger. Schieb den rechten Fuß nach hinten, beug das linke Knie noch etwas mehr. Letzter Atemzug. Bauch fest, atme ein. Über den Krieger 1.
Hände tief, langsam lösen, über das Brett. Herabschauender Hund. In die Luft mit dem Becken, mit dem Gesäß. Schön. Aus dem Hund, schieb dich wieder vor ins Brett. Nächste Seitstreckung. Komm in den Seitstütz als erstes. Rechte Hand zur Mitte der Matte und dann bring den linken auf den rechten Fuß. Öffne gerne hier langsam den linken Arm zur Decke. Wenn dir das zu viel ist, bring einfach das rechte Knie auf die Matte in eine Linie mit der rechten Hand und dem linken Fuß. Dann hast du eine schöne Stabilität und hast hier einen schönen Seitstütz, ohne dass der rechte Arm zu sehr belastet ist. Wer den vollen Stütz hat, aktiviert sich, flex die Füße, schiebt den linken Arm hoch, drückt den rechten Arm in die Matte. Und dann zieh das Becken etwas höher und zieh dich auch hier nochmal mit dem linken Arm über das Ohr. In eine schöne Kurve, in eine schöne Banane hinein. Linke Handfläche zeigt nach unten. Rechts die Hand noch etwas stärker drücken lassen. Und dann linke Hand tief. Komm wieder ins Brett, heb wieder dein Knie. Wenn es auf der Matte war, wechsle die Seite. Linke Hand mehr zur Mitte. Und dann den linken Fuß ausdrehen, rechten Fuß darüber setzen, alles einmal hier übereinander stapeln. Und dann heben wir uns, strecken den rechten Arm erst zur Decke. Bauchnabel zeigt nach rechts, linke Hand stark. Und dann zieh dich in die Seitstreckung, auch hier heb dein Becken etwas höher, zieh den rechten Arm über das Ohr und halte. Für 3, höher, Schub 2, 1, drück, ausatmen, rechte Hand tief über das Brett wieder, ausatmen, herabschauender Hund, Gesäß in die Luft. Kommen wir in ein paar Standpositionen jetzt, die Arme haben viel getan, etwas mehr in die Beine kommen wir erstmal. Komm mit dem rechten Knie nach vorne und stell den Fuß wieder zwischen die Hände ab. Dreh den linken Fuß aus, leicht eingedreht, den großen Zeh zur Seite. Und dann komm in den Krieger 2, über den linken Arm zieh dich hoch, mit dem rechten Arm nach vorne. Einen Moment sich hier aufbauen. 90 Grad, langsam beugen im rechten Knie. Arme lang, ziehe nach vorne, nach hinten, Schultern bleiben dabei weich. Krieger zwar nicht unbedingt eine Seitstreckung, aber ein bisschen die inneren Beine wollen wir hier aktivieren, ein bisschen aufbauen. Spür wieder, wie das Knie leicht nach außen drückt, das rechte, wie das rechte Becken nach hinten schiebt, nach innen kommt. Und dann nimm diese schöne tiefe Position mit in den umgedrehten Krieger. Linke Hand auf den Oberschenkel, dreh die rechte Hand um. Und dann zieh den rechten Arm erst zur Decke. Lang, lang, lang. Bis du die Seitstreckung auch hier spürst. Spür, dass das rechte Knie nicht nach innen fällt. Und wenn nach oben nichts mehr geht, komm ein bisschen mehr nach hinten. Etwas mehr nach hinten noch mit dem Arm. Schieb den linken Fuß in die Matte. Die linke Hand bleibt leicht auf der Wade, auf dem Oberschenkel. Und dann streck das rechte Bein. Zieh dich vom Fuß bis zur Hand auseinander und dann klappe um. Linke Hand auf die Hüfte, rechten Arm nach vorne. Schritt einen Ticken kleiner machen und dann finde das Dreieck. Rechter Arm schiebt vor, rechte Hand kommt langsam auf dein Schienbein oder zum Boden. Und dann dreht wieder die linke Brust auf und dein linker Arm öffnet sich zur Decke. Stapel alles übereinander, streck auch hier bis in die Fingernägel. Spür wieder die Enlightenment-Punkte hier, rechter Fuß innen belastet, rechtes Becken nach hinten drücken, rechten Oberschenkel lang ziehen und dehnen, rechtes Knie nicht überstrecken, Atmung fließen lassen, linken Fuß in die Matte schieben. Und dann Seitstreckung im Dreieck. Linker Arm fällt wieder leicht nach vorne. Lass dein Herz geöffnet, Schultern übereinander und zieh
Den linken Arm über das Ohr. Über das linke Ohr nach vorne die Finger. Stark werden im Bauch. Und wenn dir das hier noch nicht reicht, wenn du gut und stabil in den Füßen bist, wenn die rechte Hand langsam sehr leicht wird, dann kannst du versuchen, auch den rechten Arm nach vorne zu strecken. Versuchen, einen Ball zwischen den Händen zu halten. Wenn die linke Schulter dabei nach unten fällt, dann leg die rechte Hand wieder auf, den Fuß auf dem Schienbein ab. Streck die Finger, atme nochmal tief ein und ausatmen, lösen, rechte Hand zum Boden, zum Fuß zurück, linken Arm zur Decke, Dreieck. Und dann finden wir die linke Hand wieder zur Hüfte, kommen nochmal auf ein Bein, hier beugen das rechte Knie, machen den Schritt etwas kleiner, blicken nach vorne, nehmen uns gerne einen Block wieder mit dem Fuß langsam links anheben, kommen auf das rechte Bein, Halbmond stabilisieren. Linke Ferse schiebt nach hinten. Lass den rechten Fuß gerade stehen. Und dann komm in die volle Position, wenn du deine Stabilität, dein Gleichgewicht hast. Linken Arm zur Decke. Zieh den Bauch nach innen. Schieb die Schultern übereinander. Versuch die rechte Hand am Boden, am Block leichter zu machen. Vielleicht sogar sie leicht schweben zu lassen. Und dann finde ganz langsam wieder in dein Dreieck, linke Hand auf die Hüfte, rechte Arm zum Schienbein, nochmal linken Arm heben. Und dann dreh dich ein über den Sprinter, komm zurück in dein Brett, Vinyasa, ausatmen tief, Rückbeuge, Kobra oder aufwärts schauender Hund, atme ein, ausatmen herab, schauender Hund. Gesäß in die Luft, strecken und dann linkes Knie nach vorne, zwischen die Hände, stell den Fuß ab, Seitenwechsel, rechten Fuß ausdrehen, bring die Fersen auf eine Linie und dann zieh dich über den rechten Arm nach oben und nach hinten für den Krieger 2. Noch hier ein paar Atemzüge zum Aufbauen. Innenseiten der Oberschenkel arbeiten. Rechter Fuß schiebt in die Matte. Herzbauch drehen nach rechts. Finger ziehen sich auseinander. Linkes Knie drückt nach links. Spüre, wie dadurch das linke Gesäß nach innen zieht, das linke Becken nach hinten schiebt. Und dann umgedreht der Krieger, rechte Hand auf den Oberschenkel. Linke Hand dreht um, Finger werden lang, zieh dich zur Decke, lass das Knie vorne gebeugt, zieh die Flanke auseinander, wenn du kannst, komm etwas in die leichte Rückbeuge, ohne die Seitstreckung zu verlieren. Und dann streck das linke Knie vom Fuß bis zur Hand lang, nach hinten, nach oben. Und dann rechte Hand auf die Hüfte, klapp um zum Dreieck. Schieb dich vor, sinke tief zum Schienbein, zum Boden, zum Block und öffne dich über den rechten Arm, dreh die rechte Brust auf, zur Decke ins Dreieck auf, drehen hier. Denk an die Ausrichtung im hinteren Fuß, Zehen zeigen ein paar Grad nach vorne, nach rechts in die Ecke. Linke Hand nicht so schwer. Linken Fuß innen belasten, Länge und Dehnung aufbauen, im linken Oberschenkel, ohne das Knie durchzudrücken. Mach dich bereit für die Seitstreckung hier im Dreieck. Rechter Arm über das Ohr, lass die Schultern übereinander, lass dein Herz immer noch zur rechten Seite zeigen. Lass den rechten Fuß schieben. Und wenn du aus irgendeinem Grund noch mehr möchtest, wenn du dich gut fühlst, wenn die Hand langsam noch leichter wird, streck auch hier nochmal den linken Arm nach vorne, halte den Ball zwischen den Händen. Stark, tief in der Atmung für 2, 1, sehr gut, linke Hand zurück nach unten, Dreieck wieder heben. Und dann komm wieder mit der rechten Hand auf die Hüfte, mach dich bereit, auf ein Bein zu finden.
in den Halbmond, schau nach vorne zum Block, mach den Schritt kleiner und nicht mit Schwung, sondern mit Kontrolle, heb den rechten Fuß von der Matte. Schieb die Ferse nach hinten, dreh dein Herz wieder zur rechten Seite auf, mach die linke Hand leichter und dann streck den rechten Arm zur Decke. Lass das linke Knie nicht nach innen fallen. Mach die linke Hand so leicht, dass du sie vielleicht sogar heben kannst vom Boden, vom Block. Die rechten Finger ziehen noch etwas höher zur Decke. Und dann in Zeitlupe finden wir den Weg zurück. Rechte Hand auf die Hüfte, linkes Knie beugt. Ganz langsamer Schritt, sanfter Schritt wieder. Linke Hand zum Schienbein, zum Boden. Rechten Arm nochmal öffnen hier. Letzter tiefer Atemzug im Dreieck. Und dann rechte Hand tief über Vinyasa, übers Brett. Zurücksteigen, sinke tief, atme aus. Rückbeuge, Cobra, Hund ein. Herabschauender Hund, atme aus. Gesäß zur Decke. Zweite Runde, Standposition. Wieder vorschieben, rechtes Knie nach vorne. Großer Schritt mit dem rechten Fuß. Linken Fuß wieder ausdrehen, wieder auftauchen, Krieger 2. Ein, zwei Atemzüge wieder aufbauen, starke Füße, starke Beugung vorne, Richtung 90 Grad wieder. Und dann schieb dich leicht vor, bring die rechte Hand nach außen, neben den rechten Fuß wieder. Für den Winkel öffne dein linkes Herz. Wenn du magst, setz dir natürlich gerne wieder einen Block unter die rechten Finger. Drück das rechte Knie nach außen und öffne den linken Arm zur Decke. Linken Finger ziehen hoch, linker Fuß schiebt wieder nach hinten. Und dann zieh die Seitstreckung lang. Gestreckte Seitstreckung im Winkel über das Ohr. Herz bleibt geöffnet. Wenn die linke Schulter nach unten dreht, lass den Arm in der Luft. Drück das Knie nach außen, beug das rechte Knie. Und auch hier, ganz schwer, aber wenn du es versuchen möchtest, wenn die rechte Hand leichter werden kann, streck auch hier den rechten Arm nach vorn und halte nochmal den Ball zwischen den Händen für 3. Streck die Finger für 2. 1. Rechte Hand tief, linken Arm nochmal heben. Linke Hand zum Boden. Und Vinyasa wieder auflösen. Tief gehen, einatmen, Rückbeuge, ausatmen, herabschauender Hund. Andere Seite, schieb das linke Knie vor, linker Fuß absetzen, rechter Fuß ausdrehen und dann über den Krieger 2 auch hier auftauchen. Rechter Arm zieht nach hinten, linker Arm nach vorne. Ein, zwei tiefe Atemzüge hier. Und dann linke Hand vor, linke Hand nach außen, neben den linken Fuß. Rechte Hand kurz auf die Hüfte, rechte Brust dreht auf. Drückt das linke Knie in den linken Oberarm und dann rechter Arm zur Decke. Winkel. Nicht die Beine verlieren, langsam Seitstreckung. Rechter Arm zieht über das Ohr, Handfläche zeigt nach unten. Bleib mit dem Schub im linken Knie nach außen, während das rechte Herz weiter öffnet. Und dann auch hier. Wenn du stark bist in den Beinen, ganz schwer, versuch dein Bestes. Wenn du möchtest, löse die linke Hand, zieh den linken Arm nach vorne, halte den Ball nochmal fest, spreiz die Finger für 3, 2, 1. Hand tief, Winkel, rechter Arm nochmal zur Decke, atme ein, ausatmend. Boden, zurück, Vinyasa oder natürlich direkt in den herabschauenden Hund. Fließe durch oder sei lang wieder. Jetzt mit dem Gesäß in der Luft. Füße treten lassen, ein bisschen schieben, gerne jetzt kurz ins Kind gehen, wenn du eine kleine Pause brauchst. 2, 3 Atemzüge dort die Arme entlasten. Wir brauchen sie gleich, wir brauchen gleich Energie.
Und dann wieder aufbauen über den Hund, Komfort ins Brett, schieb dich lang in den Körper. Komm auf deine Unterarme, nacheinander auf die Ellbogen hier absetzen, Füße rausschieben, langer Körper vom Hinterkopf bis zu den Fersen und dann dreh den rechten Arm leicht ein und öffne dich mit dem linken Arm zur Decke. Komm in den Seitstütz auf den Unterarm auf dem rechten. Zieh den Kopf vor, die Füße zurück, bring die linke Hand auf die Hüfte, wir gehen wieder in die Seiten. Einatmen, lass das rechte Becken sinken, ohne abzusetzen in der Ausatmung, schieb dich raus, Becken zur Decke. Einatmen tief, ausatmen Schub hoch. Einatmen tief, ausatmen Schub hoch, der letzte ein, Schub halte nochmal und dann lösen, Unterarmstütz, Seitenwechsel, linken Arm ausdrehen, rechten Arm öffnen zur Decke. Rechter über dem linken Fuß. Rechte Hand absetzen auf dein Becken. Und auch hier vier Stück. Einatmen, linkes Becken sinken lassen. Ausatmen, Schub nach oben. Einatmen tief. Ausatmen, Schub. Einatmen tief. Ausatmen, Schub. Einatmen tief. Ausatmen, Schub. Der letzte ein. Schub halte nochmal und dann eindrehen, über den Unterarmstütz nochmal halten, hier letzter Atemzug. Komm auf die Hände, auf das Brett, ausatmen, herabschauender Hund, Gesäß wieder zur Decke. Und dann wander wieder nach vorne, atme ein, halbe, atme aus, große Vorbeuge, Kopf zu Fuß. Von hier einmal in den Stuhl, erde die Fersen. Schieb deinen Arm lang vor, nach oben, Gesäß sinkt tief. Und dann atme ein in den Berg, atme die Seiten aus. Nächste Übung, ein Twist auf einem Bein. Denk dran, auch eine Drehung ist eine gute Übung für die Seiten, sie zu strecken, zu stärken. Bring die Hände in die Hüfte, mach dich lang im Rücken. Und dann mach den linken Fuß schwerer und heb das rechte Knie zum Bauch zum Becken an. Heb den Kopf höher, flex den Fuß, fall nicht nach hinten mit dem Gewicht. Und dann streck den linken Arm nach vorne, den rechten Arm nach hinten und öffne dein Herz zur rechten Seite. Zieh den Bauch nach innen, spreiz die Finger, lass das Becken nicht mitdrehen. Und dann komm mit der linken Hand entweder zum Knie, halte hier und dreh dich mehr, helf dir mit den Händen. Oder wenn du mehr möchtest, greif mit der linken Hand die rechte Fußaußenseite und streck das rechte Bein nach vorne. Schau, dass du dabei den Rücken streckst, lieber das Knie festhalten, das ist deutlich einfacher. Zieh, letzter Atemzug. Und dann komm zurück zur Mitte, streck nochmal beide Arme hoch, lass den Fuß in der Luft und zieh nochmal den Fuß nach vorne. Flex die Zehen und löse auf. Seitenwechsel, linke, rechte Hand in die Hüfte. Und dann von hier linkes Knie heben zum Bauch. Fuß flexen, schieb die Ellbogen ineinander. Die Mitte fest und dann noch hier twisten. Linker Arm zurück, rechter Arm nach vorne, dreh dich auf. Bleib einen Moment hier mit den langen Armen. Und dann auch hier rechte Hand zum Knie. Dreh dich hier etwas mehr oder greife die Fußaußenkante und zieh und streck das Bein lang, ohne dabei in der Wirbelsäule rund zu werden. Streck den Kopf nach oben, nutze die Hände. Egal ob am Knie oder am Fuß. Und dann auch hier wieder lösen. Heb nochmal die Arme zur Decke. Und dann streck nochmal das linke Bein nach vorne, nicht nach hinten kippen mit dem Gewicht. Langsam erden in den Stuhl, beide Füße fest parallel. Sink mit dem Gesäß tiefer.
Und dann löse auf, große Vorbeuge. Atme ein in die halbe. Und dann übers Brett atme aus, Vinyasa. Tief gehen, Rückbeuge, Kobra und ein. Ausatmen, herabschauender Hund. Stark, sehr gut. Noch weiter wollen wir twisten. Bring den rechten Fuß nach vorne, wieder großer Schritt. Zwischen die Hände. Tauch auf in den Krieger 1. Und dann nimm dir vielleicht schon mal gerne einen Block vor die Matte. Wir gehen gleich nochmal in den gedrehten Halten und erstmal nochmal hier über den Krieger aufdrehen. Linke Arm vor, rechter Arm zurück wie eben auf einem Bein. Herz dreht zur rechten Seite, Becken bleibt neutral. Schieb den rechten Fuß nach hinten. Und dann nimm diesen Twist mit in den gedrehten Halb und rechte Hand auf die Hüfte, Block oder Hand zum Boden. Und dann komm auf das rechte Bein. Schieb den linken Fuß nach hinten. Öffne dein Herz mehr zur rechten Seite. Streck den rechten Arm hoch. Lass das rechte Knie gerne ein bisschen gebeugt, aber streck das linke. Rechten Finger zur Decke und nach hinten. Langsam lösen. Große Vorbeuge. Halbe Vorbeuge ein. Ins Brett wieder zurück. Herabschauender Hund oder wieder gerne Vinyasa. Tief. Rückbeuge ein, herabschauender Hund aus, andere Seite, linker Fuß, großer Schritt, Füße versetzen, Krieger 1 auftauchen, hier Füße aufbauen, Beine stark machen, Twist nach links, rechter Arm vor, linker Arm zurück, Atmung vertiefen. Dich bereit machen, auf ein Bein zu kommen. Linke Hand auf die Hüfte, Blick zum Block, zum Boden nach vorne. Komm auf das linke Bein, schieb den rechten Fuß raus, flex die Zehen und öffne dich in den gedrehten Halbmond. Linke Arm zur Decke, für ein paar Atemzüge hier. Zieh den Bauch nach innen, streck den Körper lang, Kopf und Fuß ziehen auseinander. Letzter Atemzug und lösen. Große Vorbeuge. Halbe Vorbeuge, atme ein, mach dich wieder lang und dann komm wieder zurück ins Brett. Letztes Mal hier, nochmal aktivieren, Schub weg von der Matte. Und dann mach dich bereit für einen Liegestütz, schieb dich leicht vor, gerne die Knie absetzen, atme ein. Push zurück, atme aus, einer mehr, halber Weg tief ein, push zurück, herabschauender Hund, lösen, streck dich nochmal im Hund und in der Ausatmung Knie ab ins Kind, einmal absetzen, zusammenrollen. Und dann finde einen Moment Frieden hier. Letzte 5 Minuten gleich nochmal Arbeit. Heb den Blick. Komm mit den Beinen nach vorne. Komm in die Rückenlage. Greif die Knie und roll dich nach hinten zurück. Einen Moment zusammenrollen hier. Erden auf den Schultern. Und dann bring die Hände zum Hinterkopf. Streck die beiden Beine in die Luft. Aktiviere die Bauchdecke, zieh sie nach unten, mach die Mitte fest. Und dann lass das linke Bein nach unten fallen. Heb die Schultern von der Matte. Löse die linke Hand und zieh sie am rechten Knie vorbei. Rechter Ellbogen zeigt zur Seite. Heb die rechte Schulter von der Matte.
Zieh dich höher. Streck das rechte Bein zur Decke, das linke nach vorn. Sehr gut. Komm zur Mitte. Beide Beine in die Luft, Schultern kurz ablegen. Seitenwechsel. Rechtes Bein tief. Heb die Schultern. Zieh den rechten Arm am linken Knie vorbei. Streck und heb und zieh und atme weiter. Heb die linke Schulter. Sehr gut. Und lösen. Knie kurz beugen. Jetzt das Ganze im Wechsel. Hände hinter Kopf. Beine strecken. Und dann heb dich höher mit dem Herzen. Linkes Bein tief. Linker Arm rechts vorbei. Einatmen zur Mitte. Ausatmend links vorbei, rechtes Bein tief im Wechsel ein, rechts ein und links ein, aus, ein und aus. Mach die Flanke nochmal lang, rechts, links, letztes Mal. Rechts, links, nochmal zur Mitte, heb nochmal die Schultern, heb nochmal die Arme, heb nochmal das Becken für 2, 1 und lösen. Knie greifen, durchatmen, Füße aufstellen, kommen in die kleine Gegenhaltung, kurz in die Brücke, wie immer nach den Bauchübungen, die Streckung genießen und dann setz wieder ab, roll dich hoch, richte dich auf, komm zum Sitzen auf die Matte. Komm in die Grätsche für einen Augenblick. Nutzen wir nochmal die ganze Wärme jetzt für die Seitstreckung im Sitzen. Nimm dir gerne, wie ich, einen Gurt oder ein Handtuch oder beides. Ich setze mich noch gerne gleich hier auf meinen Handtuch etwas höher. Aktiviere langsam ein bisschen meine Sitzbeinknochen im Boden. Schiebe ein bisschen die Haut unter den Sitzbeinknochen weg. Öffne die Grätsche ein bisschen weiter. Und dann kommen wir mit dem linken Fuß an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Erden uns hier. Wer den Gurt hat, wer einen Gürtel hat, kann ihn gerne um den rechten Fuß vorne schon mal legen, um einen Griff zu haben. Und dann mach dich hier lang im Rücken, richte dich auf, zieh den Bauchnabel nach innen. Atme ein, heb die Arme. Und dann richtest du dich langsam zum rechten Bein aus und ziehst dich langsam über das rechte Bein in die Vorbeuge. Greife Fuß, Knöchel, Schienbein oder den Gurt und halte hier ein paar Momente. Zieh dich ein bisschen tiefer, ein bisschen länger, schau leicht nach unten, lass den Nacken lang. Lass das linke Knie nach unten fallen, lass beide Gesäßhälften in der Matte, ganz wichtig. Schultern auf einer Höhe. Und dann wollen wir die Seitstreckung finden. Lass dir Zeit. Greife jetzt den großen Zeh. Gerne auch die Außenkante vom Fuß. Oder so wie ich, greif deinen Gurt, roll ihn ein bisschen zusammen, dass du einen festen Griff hast. Und dann sinkt der rechte Ellbogen an die Innenseite des rechten Knies tief. Ich richte mich ein wenig zurück auf, lass das linke Knie schwer, heb einatmen den linken Arm zur Decke, nach oben und dann schiebe ich mich langsam über den linken Arm, über das linke Ohr zum rechten Fuß. Achte dabei drauf, dass ich nicht mit dem linken Brustkorb nach unten falle, sondern mein Herz zur Seite, nach vorne zeigt
und schieb mich dann langsam vom linken Becken bis zur linken Fingerspitze in der schönen Seitstreckung auseinander. Wenn du sehr beweglich bist, kommst du vielleicht sogar zum Fuß, aber wie gesagt, lass den Arm lang und lass dein Herz geöffnet. Die Schultern sollten hier übereinander liegen. Ein paar Atemzüge, die ganze Wärme der Stunde dafür nutzen. Darauf haben wir jetzt hingearbeitet. Sehr gut, komm dann langsam zurück. Etwas höher, bring nochmal die linke Hand hinten an den Hinterkopf und öffne nochmal den linken Ellbogen nach hinten oben in die Ecke für einen letzten Schub. Und dann dreh dich ein. Komm nochmal mit beiden Händen zum rechten Oberschenkel, zum rechten Schienbein und zieh dich nochmal kurz in die Vorbeuge. Und tauche dann zurück auf. Arme heben und lösen über die Seiten. Sehr gut. Seitenwechsel. Kurz ein bisschen steuern, dich hier ein bisschen mobilisieren. Linkes Bein wegnehmen. Auch hier langsam in die Grätsche kommen. Dich wieder aufbauen. Gerne den Gurt auf die andere Seite bringen. Gesäß erden auf den Sitzbeinknochen. Wie gesagt, auf einem Handtuch zu sitzen hilft. Schon ein paar Zentimeter helfen deutlich. Und dann bring den rechten Fuß an die Innenseite des linken Oberschenkels. Auch hier erden, ein bisschen dich finden. Wenn das Knie ein bisschen drückt, kannst du natürlich das rechte Knie mit einem Block oder mit einem kleinen Kissen oder so polstern. Und dann auch hier aufbauen, die Länge im Rücken. Arme heben. Atme ein, dreh dich leicht zum linken Bein und zieh dich ein bisschen in die Vorbeuge erstmal hier. Zum Fuß, zum Gurt, zum Knöchel. Atme dich ein bisschen in die Tiefe, in die Länge, ohne zu zerren, ohne zu ziehen. Nur ein paar kleine Impulse aufbauen hier. Und dann mach dich auch hier bereit für die Seitstreckung. Greife großen Zeh oder die Außenkante vom Fuß oder roll ein bisschen hier deinen Gurt zusammen, um einen Griff zu haben. Lass den linken Ellbogen an die Innenseite vom Knie tief fallen. Schieb das rechte Gesäß in die Matte, das rechte Knie tief und dann rechten Arm heben. Nach oben in die Ecke und dann zieh dich über das rechte Ohr zum linken Fuß. Und streck die Seite tief und weit auseinander. Schau, wie weit du gehen kannst. Denk dran, nicht Schulter nach unten sinken lassen, sondern deine Brust zeigt nach vorne. Nicht erzwingen, nicht zum Fuß dich hinreißen, sondern Seite. Möchte gelang sein. Sehr schön. Und dann auch hier wieder etwas zurückkehren. Rechte Hand nochmal oben strecken, nochmal in den Hinterkopf legen. Drück den Kopf leicht in die Hand und öffne noch den rechten Ellbogen für einen letzten Schub. Und dann dreh dich ein zum linken Oberschenkel, fall nochmal entspannt über das linke Knie in die Vorbeuge. Und dann zurück auftauchen, in die Einatmung zur Mitte heben, lösen. Beine gerne wieder aufstellen hier. Ein bisschen halten. Fuß rechts ein bisschen bewegen, Gurt langsam lösen und dann komm nochmal in den Stab mit beiden Beinen nach vorne lang, nochmal schön hier dich lang ziehen,
In der Einatmung heb die Arme, flex die Füße, ausatmend sinke vor. Und halte nochmal hier ein bisschen Länge in den Rückseiten der Beine des Oberkörpers. Schultern weich machen, Blick auch hier ein bisschen fallen lassen. Und dann wieder auftauchen. Nächste Einatmung, heb dich an. Arme strecken, ausatmen, wieder lösen. Letzter kleiner Schub, Füße aufstellen. Tisch nochmal heben. Arme, Füße drücken, die Matte unter den Schultern, unter den Knien. Und dann ausatmen, absetzen. Nochmal nach vorne fallen mit der Nase. Und dann kommen zum Shavasana. In die Rückenlage. Knie greifen, nochmal hier zusammenziehen, massieren. Und dann streck dich aus, lass die Arme zur Seite fallen. Löse dich aus der Spannung. Schwerkraft nimmt dein Körpergewicht auf. Und du bist wieder in einem schönen, entspannten Moment, ganz für dich auf deiner Matte. Und dann wieder Hände und Füße spüren, greifen, bewegen. Dich nochmal lang ziehen, ein letztes Mal hier. Die Länge deines Körpers genießen. Von den Zehen bis zu den Fingern. Und dann kommen wir auch hier wieder sachte zurück über unsere Seite oder mit etwas Schwung in einen angenehmen Sitz auf die Matte. Richten uns dort nochmal auf, finden nochmal einen Moment für uns wieder. Spüren nach, bringen nochmal die Hände. Entspannt auf die Knie, beenden unsere Stunde wieder, wie wir sie begonnen haben. In der Achtsamkeit bei uns,
Nimm auch hier nochmal unsere Seiten wahr. Langgezogen, gestreckt, aktiviert. Und dann nimm wieder diese schönen Eindrücke, Gefühle mit aus dieser Stunde. Bring die Hände vor dein Herz. Im Namaste dich bedanken und ehren für die Zeit wieder. In jeder Übung, in jedem tiefen Atemzug, die du dir geschenkt hast. Und dann mach dich wieder lang, atme ein zur Decke, atme aus zur Stirn für klare Gedanken, zum Kinn, zum Mund für wahre, ehrliche Worte. Zum Herzen für ganz viel Kraft und Energie. Verneige dich. Namaste. Vielen Dank wieder für die Stunde. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Ich hoffe, du bist 5 bis 10 Zentimeter gewachsen heute durch die schöne Streckung. Wie immer, wenn es dir gut getan hat, gerne einen Daumen hoch geben, abonniere den Channel. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Sei weiter fleißig, bleib weiter beim Yoga. Namaste.